Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Großer Hammer von Valve, kleines Intro von mir. Also dranbleiben lohnt sich. Ja Leute, Hammer von Valve finde ich, denn die hauen mal gestern ganz kurz still und heimlich die Valve Index raus. Und perfekt, genialer Schachzug finde ich, denn Zeitpunkt ist perfekt gewählt. Die haben nicht viel PR betrieben und jetzt still und heimlich hauen die sowas auf der Steam-Sale-Seite raus. Klar, es gab Ende 2018 ein paar geleakte Fotos, wo man ein VR-Headset sah mit offener Front, wo man dann wirklich einen Valve-Schriftzug auf der Platine erkennen konnte. Da war der Hype natürlich da und ja, wie bei fast allen neuen Hardware-Sachen, die dann so geleakt werden, da gibt es dann immer so einen kleinen Hype. Der war auch ja bei der Rift S so. Und dann gab es die Ernüchterung. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Valve Index, wie da die technischen Daten aussehen. Es gab mal ein paar Gerüchte, da kommen wir aber später mal drauf ein. Auch auf diese geleakten Fotos gehen wir nochmal drauf ein. Ja, genialer Schachzug. Warum? Die wissen natürlich, mit Oculus ist ein Konkurrent, der zwei fertige VR-Headsets in den Startlöchern hat, die bald auch vorbestellbar sind. Und ja, was gibt es da Besseres, als jetzt mal schnell so einen Valve Index anzukündigen? Und ja, die wollen natürlich keine potenziellen Käufer an Oculus verlieren und deshalb finde ich das so genial. Gehen wir aber jetzt einfach mal auf die Steam-Sale-Seite. So, jetzt sind wir auf der Steam-Sale-Seite und hier sehen wir den Schriftzug Upgrade Your Experience Mai 2019. Jetzt ist natürlich noch interessant zu wissen oder wäre interessant zu wissen, ist die im Mai erst vorbestellbar oder ist die dann sogar schon versandbereit? Ich gehe aber erstmal von vorbestellbar aus, aber lass uns einfach mal überraschen. Was können wir uns denn sonst noch für Infos jetzt aus diesem Bild ziehen? Also ich sehe da jetzt meiner Meinung nach eine kleine Spitze Richtung Oculus, denn die zeigen das Headset jetzt nicht von der Front oder ja von der, so ein Seitenprofil, schräges Seitenprofil, wo man ein bisschen mehr sehen kann vom Headset. Die zeigen das von unten und die Spitze ist meiner Meinung nach hier dieser Regler, die IPD-Verstellung. Die zeigen Oculus ganz klar, unser Headset hat eine manuelle IPD-Verstellung und eure Rift S nicht. Die Quest hat's wohl. Und ja, sogar Parma Lucky, der Oculus-Gründer, hat ja letztens gesagt, er kommt mit dieser Software-Verstellung nicht klar, denn sein Augenabstand ist relativ groß und er hat da große Schwierigkeiten mit der Oculus Go. Und er geht auch davon aus, dass er die Rift S dadurch nicht so wirklich gut benutzen kann. Man kann softwaretechnisch nur einen kleinen Bereich abdecken. Ich weiß es nicht ganz genau, wie die Millimeter da waren. Ob es jetzt von 55 bis 65 Millimeter war, wo man softwaretechnisch da wirklich die IPD verstellen kann. Und ja, alle, die natürlich dann über 65 sind, oder ich weiß den Wert jetzt nicht, den Maximalwert, die werden natürlich dann mit dieser Softwarelösung unzufrieden sein, weil sie ein unscharfes Bild haben und kann auch echt Schwierigkeiten geben. Alleine wenn ich den IPD-Regler falsch stelle, dann schielt man leicht und muss irgendwas ausgleichen. Man sieht alles unscharf und so weiter und so fort. Also hat meiner Meinung nach schon große Nachteile, dass die da das softwaretechnisch in der Rift S umgesetzt haben. Hat aber auch eventuell den Grund, da sie einen Single-Display in der Rift S verbaut haben. Vielleicht haben wir es hier nicht, also ist nicht ganz klar. Okay, das zum IPD-Regler. Kommen wir dann zu dem anderen Teil, was wir sehen. Wir sehen hier zwei Kameras. Ich persönlich denke jetzt nicht, dass wir hier ein Inside-Out-Tracking-System haben werden. Wir gucken uns nachher nochmal ein Foto an von der Front. Die sitzen irgendwie komisch dafür. Ich denke, das ist wie bei der Vive Pro, dass man sich die Außenwelt dann anzeigen lassen kann. Eventuell dann sogar hier über diesen Knopf, wer weiß. Oder gibt es vielleicht auch oben einen Knopf, wo man sich dann per Knopfdruck die Außenwelt anzeigen lassen kann. Finde ich ein gutes Gimmick. Genial wäre es natürlich, wenn es einmal Inside-Out-Tracking hat und dann auch noch trackbar mit den Lighthouse-Stations ist. Denn die Knuckles sind über die Lighthouse-Stations trackbar und die sind dann natürlich auch von Valve. Deshalb macht es keinen Sinn, dass die Valve Index jetzt hier nur Inside-Out-Tracking hätte. Von daher gehe ich mal von aus, dass die Lighthouse unterstützt. Aber da werden wir dann noch Näheres zu erfahren. Ja, das wäre es erstmal dazu, zu der Sale-Seite. Jetzt kommen wir mal zur Upload-VR-Seite, wo wir auch diese geleakten Bilder sehen und so weiter. Und da gab es auch noch so ein paar geleakte technische Infos.
Die können wir uns dann nochmal anschauen. Also wechseln wir mal kurz auf Upload VR. So, hier sind wir auch schon auf der Upload VR Seite und der Artikel ist vom November 2018. Damals sind halt die Bilder geleakt worden und es sind auch technische Details durchgesickert. Inwieweit diese technischen Details auch ins finale Produkt Einzug gehalten haben, wissen wir natürlich aktuell noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis Valve da ein paar Details raushaut. Aber nichtsdestotrotz hieß es damals, Valve plant ein 135 Grad Field of View VR Headset im Bundle mit Knuckle Controller und einem Half-Life VR Game. Und wenn diese drei Sachen schon zutreffen, also da können wir uns echt schon auf was freuen. Einmal 135 Grad ist, denke ich mal, echt gut, ein guter Kompromiss im Gegensatz zur Pimax, die ja natürlich mehr bietet, aber auch tierische Probleme mit diesen Distortions hat, diese Verzerrungen an den Seiten. Das sieht man auch in vielen VR-Gameplay-Material, finde ich. Und das, also wenn man das wirklich so schlimm in der Brille ist, dann würde mich das extrem stören. Von daher finde ich 135 Grad echt gut. Die Knuckle-Controller sollen ja auch echt gut sein, also da gibt es einen guten Test von der VR-Legion. Werde ich auf jeden Fall mal hier unten verlinken. Einzige Schwachstelle bei den Teilen ist halt die Ergonomie, die soll nicht so perfekt sein. Müssen wir halt warten. Kommt natürlich darauf an, was man für Hände hat, wie groß, wie klein die sind und so weiter. Ja, und Half-Life in VR, wie geil ist das denn? Darauf wartet doch jeder, der Half-Life gut findet. Und ja, ich bin mit Half-Life quasi groß geworden und ich freue mich da extrem drauf. Es wird aber kein Half-Life 3, sondern es wird entweder eine eigene Story haben oder vor allen anderen Handlungssträngen ablaufen. Und ja, sind wir mal gespannt, denn ich denke nicht, dass da irgendwie ein schlechtes Spiel rauskommt. Valve wird da schon einen guten Titel anbieten. Da werden wir nicht enttäuscht werden. Kommen wir aber mal zu den Linsen und hier sehen wir, die Linsen sind im Fresnel-Schliff. Das sieht man an den Ringen ganz gut. Sie sehen größer aus als bei der Rift und Vive und da könnte es dann wirklich passen, diese 135 Grad, dass wir da mehr als bei Rift und Vive haben. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das verbesserte Fresnel-Linsen sind, die keine Godrays mehr aufweisen und so weiter. Oculus hat es ja auch bei der Go und bei der Rift S ja hinbekommen, dass man keine Godrays mehr hat. Also bei der Rift S sollen so gut wie keine Godrays mehr sichtbar sein. Das wünsche ich mir natürlich auch für dieses Headset hier. So, jetzt haben wir das Bild, was ich eben noch erwähnt habe. Der offene Prototyp und ja, das hat damals halt Wellen geschlagen, dass hier halt das Valve-Symbol auf der Platine sichtbar war. Ja, was können wir uns denn sonst noch für Infos rausziehen? Also hier sehen wir wahrscheinlich das Gestänge für die IPD-Verstellung. Da gehe ich mal von aus. Ob es jetzt ein Duo-Display ist, kann ich nicht sagen. Ob das jetzt wirklich hier Ansteuerung für Duo-Display ist, diese Flachbandleitungen hier, weil da haben wir ja auf beiden Seiten eine. Bin ich mir nicht sicher, müssen wir auch abwarten. Ja, wir haben hier die Kameras unten eingebaut in der Front. Die liegen relativ tief, deshalb denke ich auch nicht, dass es irgendwie ein Inside-Out-Tracking ist. Eventuell kann man sich dann wirklich auf Knopfdruck, wie schon eben erwähnt, die reale Umgebung anzeigen lassen. Wäre auch cool, also ich vermisse das manchmal, wenn ich irgendwie eine Aufnahme mache und will noch mal kurz auf den Monitor schauen, ob OBS läuft und so weiter. Da stört das natürlich, wenn man kein Sichtfenster hat in der Brille und kann sich die reale Umgebung nicht anzeigen lassen. Bei der Vive geht's ja, aber man hat dann so ein kleines Fenster und ja, ist nicht wirklich gut. Und das soll ja wirklich dann, glaube ich, wahrscheinlich die ganze Umgebung anzeigen im Stereo. Und ja, das ist natürlich positiv. Also ich denke, dass das Headset Lighthouse-basierend sein wird, weil die Knuckle-Controller auch Lighthouse-basierend sind. Und daher macht es keinen Sinn, das Headset dann Inside-Out-Tracking-basierend zu machen. Vielleicht hat es beides an Bord, aber muss man abwarten. Aber beides an Bord macht auch keinen Sinn, wenn die Knuckle-Controller halt nur Lighthouse-basierend sind. Und ja, doch, wenn es klappt und die Knuckle-Controller auch von einem Inside-Out-Tracking-System erkannt werden, von den Kameras her, macht es natürlich Sinn, wenn beides an Bord ist. Man bräuchte dann eventuell keine Lighthouse-Stations mehr irgendwo hinstellen. Wäre natürlich nicht schlecht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das System dann gut trackt. Also, wenn die jetzt wirklich sagen würden, es ist nur Inside-Out-Tracking basierend, würde ich sagen, okay, ich kaufe das Headset nicht. Also, das wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Und wie seht ihr das? Also, wenn ihr das Headset hier jetzt seht und ihr seht, okay, passt Inside-Out-Tracking-System mit zwei Kameras in der Front, würdet ihr das trotzdem kaufen?
Das stört mich bei der HP Reverb auch extrem, dass nur wirklich zwei Kameras in der Front hängen, die Inside-Out-Tracking machen. Also das ist für mich dann auch schon wirklich K.O.-Kriterium. Aber man soll ja eh nicht so leicht drankommen können an diese Reverb. Okay, dann haben wir das eigentlich. Dann kommen wir zu dem nächsten Bild. Und zwar sehen wir hier die zusammengebauten Prototypen. Ich glaube jetzt nicht, dass das die fertige Frontblende ist. Ich denke mal, da kommt noch was von. Aber wäre mir auch egal, auch wenn es jetzt nicht gut aussieht. Aber eigentlich ist mir das egal, wie es aussieht. Die inneren Werte zählen, genau wie beim Menschen. Und von daher, wenn alles Innere passt, die technischen Daten passen, dann ist mir das eigentlich egal. Positiv zu erwähnen ist, wir haben hier wirklich Kopfhörer, die aufliegen auf unseren Ohren und nicht wie bei der Quest oder der Rift S hier irgendwo im Lautsprecher am Headstrap verbaut sind. Also wie das gemacht werden konnte, verstehe ich nicht. Bei der Quest kann ich es noch verstehen, nachvollziehen, bei der Rift S aber nicht. Ja, darauf können wir uns dann auch freuen, dass dann wirklich halt gute Kopfhörer dabei sind. Und ja, dann kommen wir noch zu den Knuckle-Controllern. Bei den Knuckle-Controllern finde ich eigentlich am besten, dass man dieses Band hier hat. Und das wird dann hier am Handgelenk festgemacht. Und man kann dann wirklich die Finger komplett loslassen und der Controller bleibt wirklich am Handgelenk fest und fällt nicht runter. Das ist echt cool. Ich glaube, das ist irgendwie ein neues Feeling, dass man alles loslassen kann. Und die Finger werden auch alle getrackt. Ich vermute mal, dass hier irgendwie Näherungssensoren sind, die Finger tracken. Und das soll auch relativ gut klappen, so wie ich das in den Videos gesehen habe. Also ich freue mich auf die Teile hier und freue mich dann nie mehr diese Dinger hier nutzen zu müssen. Ja, einmal weil die einfach so klobig sind und überhaupt nicht ergonomisch. Und zweitens Touchpad finde ich geht überhaupt nicht. Hat das Teil natürlich jetzt auch. Ein ganz kleines Touchpad, weiß ich nicht warum das zusätzlich eingebaut wurde. Aber ist natürlich nicht schlecht, wenn beides vorhanden ist, dann können die Leute, die lieber mit Touchpad spielen, Touchpad nutzen. Aber das ist so klein, wie soll ich da vernünftig mich bewegen können? Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber Sticks, cool, weil wir, dass ihr Sticks aufgebaut habt. Also da freue ich mich drauf, weil ich finde Touchpad einfach zum Steuern echt schlecht. Okay, Leute. Das war's mit dem Video, eigentlich soll es gar nicht so lange gehen, aber ich wollte nochmal alle Infos aufgreifen, die so vorhanden waren. Ich bin gespannt, wenn Valve da wirklich mal Details rausgibt zu den Daten, was da verbaut ist und so weiter. Und auf den Preis bin ich natürlich auch gespannt. Also ich werde wahrscheinlich warten mit der Rift S, bis ich jetzt genaueres weiß mit der Valve Index heißt sie. Ich habe jetzt fast den Namen vergessen. Und ja, interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Was sagt ihr zur Valve Index? Interessant für euch oder eher weniger interessant? Bleibt ihr bei Quest, Rift S oder so weiter? Oder holt ihr euch eine Pimax? Also schreibt einfach mal unter die Kommentare, würde mich natürlich freuen. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.